Darüber, was im Bitcoin und im Kryptobereich jetzt so kommen wird. Eine Sache, die wir mit Gewissheit wissen, ist, dass in 210.000 Blöcken das nächste Halving stattfindet. Voraussichtlich 26. März 2028. Das ist ein statistischer Prozess, plus minus ein paar Tage oder Wochen. Wir haben jetzt also 4 Jahre Zeit, damit die Block Rewards von 450 Bitcoins pro Tag auf 225 halbiert wird. Da ist also noch ein bisschen Zeit. Ja, und das wird der Block 1.050.000 sein. Und ja, wenn wir da also die 50.000 abrechnen, ich kann mir vorstellen, Block 1 Million, dass das in etwa 3 Jahren, nicht 4 Jahre, etwa, ja, ein bisschen eher, also etwa 3 Jahre, dass das ähnlich gefeiert und zelebriert wird wie das Halving-Event, weil 1 Million einfach so eine magische Zahl ist. Für das Protokoll hat das natürlich nichts zu sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es da viele Livestreams gibt, der wir erwarten, den 1-millionsten Block und ja, insbesondere wenn Bitcoin dann in andere Preisregionen vorgestoßen ist. Was auch noch passieren wird, seit dem Halving haben wir das neue Runes-Protokoll. Das ist ein Token-Protokoll auf Bitcoin, ähnlich wie BRC20, aber etwas durchdachter. Der Mining-Prozess, auch die Anzahl, die Dauer, wie viele Coins dürfen über welchen Zeitraum gemeint werden und von wem, das kann hier genau definiert werden. Wir haben Burning-Mechanismen, ja, und es ist durchaus anzunehmen, dass in Zukunft die meisten Token-Projekte auf dem Roots-Protokoll basieren, anstatt BRC20. 20, aber trotzdem werden BRC20, weil sie halt historisch das erste Protokoll sind, nicht in Vergessenheit geraten. Es ist aber anzunehmen, dass viele Exchanges diese Protokolle ja, aufnehmen und unterstützen werden und dass das im Prinzip der neue Token-Standard auf Ordinals sein wird. Ob so eintrifft, warten wir mal ab. Was auch passieren wird, dass die Altcoins mal wieder irgendwann in eine Altcoin-Season ja, hineintauchen müssen. Momentan, ja, haben wir eigentlich eher eine Bitcoin-Season und ja, die Altcoins treten ziemlich auf der Stelle, bis auf einige wenige Ausnahmen, die Bitcoin outperformed haben. Aber wir wissen, gerade wenn es an den Richtung Top des Bullenmarktes geht, dass die Altcoins dann Bitcoin oftmals massiv outperformen. Aber im Moment ist es eben noch nicht so. Deshalb vielleicht für einige Altcoins jetzt eine gute Kaufgelegenheit. Insbesondere ja, die neue Narrative AI-Coins und bestimmte Meme-Coins. Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf den Rainbow-Chart. Interessanterweise hat BlockchainCenter.net hier beide Charts, den aktualisierten 2023 und den klassischen Chart, auf eine Seite gepackt. Ja, und wir sehen hier etwa 1,5 Jahre bis ein Jahr nach dem Halving. Da erreichen wir einen Blow auf Top in der Vergangenheit. Das wäre hier laut dem klassischen Chart, da kommen wir schon in Bereiche unglaublich 700, 800.000 Dollar. Und in dem aktualisierten Chart sind wir auch schon in der Region bei 280 bis 380.000 US-Dollar. Interessant ist auch die unterste Grenze hier beim nächsten Halving 2028. Die liegt nämlich bei, ja, 74.000 bis 96.000, also grob 100.000 Dollar ist die unterste, hier der unterste Bereich, die unterste Grenze für den Bitcoin-Preis beim nächsten Halving 2028. Ja, und da sind wir im oberen Bereich auch schon ja, in Regionen hier jenseits der 500.000 und im alten klassischen Chart. Da wären wir sogar bei über 2 Millionen US-Dollar. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass hier in der, ja, C-Krise quasi, ja, jeder dritte Dollar neu gemintet worden ist, dass also hier auch die Verschuldung, die Geldmengenschöpfung, dass die massiv aufgebläht ist, dass sich in den letzten Jahren die Geldmenge also fast verdoppelt hat und dass dieses Geld ja im Wirtschaftskreislauf drin ist und irgendwann sich zwangsläufig auf die Inflation auswirkt, also wahrscheinlich auch auf die Bitcoin-Inflation. Bitcoin als knappestes Asset der Welt kann das nur im Preis ausdrücken. Ich kann eine Goldmine,
Da kann ich mit dem Preis halt das Supply, den Supply erhöhen, da kann ich neues Gold minten und bei Bitcoin handelt es sich um ein mathematisches Protokoll. Da geht das eben nicht und dann sind diese Preise eben durchaus erklärbar. Bei konstanter Nachfrage wohlgemerkt, ja. Und das Angebot ist absolut deterministisch voraussehbar. Ja, warten wir ab, wie sich das entwickelt. Die spannenden Zeiten des Bullruns beginnen jetzt in etwa einem Jahr ab, also in den 12 Monaten. Da wird das, geht das wahrscheinlich richtig ab, wenn nicht irgendein heftiges Ereignis die Welt nochmal durcheinander rüttelt. Ja, wäre natürlich auch gut, wenn auch die klassischen Finanzmärkte das Thema auch so ein bisschen in sich tragen, ja, dass also wieder neues Geld gedruckt wird, was dann natürlich dann dazu führt, dass man sich in Krisenmetalle oder Krisenwährung flüchtet. Ja, und da Fiat im Prinzip keine Grenze hat, braucht man ein Asset, was eben andererseits die Gelddrucker davon abhält, eben die Kaufkraft weiter zu entwerten. Und das macht Bitcoin bisher ganz hervorragend. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt demnächst auf uns zukommen. Ein kleiner Status von mir.